Glück, 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 Glück. Nur die vordersten beiden ist okay. So, du stellst dich jetzt dahin, guckst nach da. Crunch, genau. Gehst noch nicht in Overwatch, weil ich muss gucken, wo ich die Punkte einsetze. Du behebst auf jeden Fall deine Erhöhung. Von da kommt ein Blip. Das ist ein Problem. Bist du alleine? Ne, da sind zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, tot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Blipsprung, sieben. Die kommen nicht an uns ran. Der hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, kommt nicht ran. Okay. Stirb. You shall be cleansed. Nö. Punkte verbraucht. Warum zur Hölle gehst du vor? Das sah zwar sehr beeindruckend aus, aber das hatte ich nicht vor. Ich wollte einfach nur mit dem Bolter auf dich schießen. Danke. You shall be cleansed. So, jetzt drehst du dich um. We have movement. Und es ist ein Zweierblip. Okay, du gehst in Overwatch. The enemy will fall before me. Du gehst nur zwei vor und gehst in Overwatch, weil ich immer noch nicht weiß, was mit dem da los ist. Der macht irgendwas mit ihm. Overwatch. So, wir haben jetzt drei Punkte für Ladehemmung und du gehst auch in Overwatch. Overwatch Protocol initiated. Also drei Stormbolter, alle in Overwatch. Alles gut. Dürften eigentlich alles aufhalten können, was da kommt. Eigentlich. Zumal sie auch genug Platz vor sich haben. Und er bewegt sich zum ersten Mal. Die Tür ist aufgerichtet. Ja, sehr schön. Also nicht die Ladehemmung. Aber es ist eine schöne Geschichte gerade. Also dass die zwei Jungs das eigentlich im Alleingang jetzt wieder alles auf die Beine gebracht haben. Ich hätte ja genauso die ganze Mission neu starten können, nachdem die zwei gestorben sind. Also die anderen. Aber nö. So ist das besser, finde ich. Du auch noch? Na komm, ein fällt noch vor. Da oben kommen noch zwei, drei plus Blip. Blockieren alle den Weg zum Ausgang. Wie kommt das bloß? Also ja, er bleibt einfach da stehen und dacker, dacker, dacker den Gang lang. Zwei CP würfel ich mal neu. Drei. Okay. Du musst dahin und benutzt ein CP zum Aufhängen. So. Du, von da oben kommen gerade keine, richtig? Richtig, nur von da hinten kommt ein Blip. Das heißt, du kannst jetzt rückwärts in die Richtung gehen. So, und einfach in Overwatch gehen. Overwatch. They will fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du kannst ein vor... und auch in Overwatch gehen. Problem ist, wenn wir hier gleich eine Reihe von Terminatoren haben, weil die wollen ja auch alle zum Ausgang, dann kann immer nur einer schießen. Und da sind irre viele. Und sobald wir hier stehen, haben wir ein echtes Problem. Weil sie dann nur einmal oder zweimal angeschossen werden können, bevor sie angreifen. Und wenn er stirbt, haben wir ein richtiges Problem, weil dann ist die Mission vorbei. Ja. Also Overwatch, Overwatch. Aufgeweckt, aufgeweckt. In Turn. Knifflig, knifflig. My bolter has failed me. Zwei CP noch. Unjamming weapon. Immer noch zwei CP. Was
für ein Haufen Leichen. Da oben auch. Die kommen alle nicht ran, diese Runde. Okay. Ah, eh noch. Ein CP noch. Unjamming Weapon. Noch ein Blip. Gut, dass sie sich aufteilen. Letzter CP weg. Oh, oder auch nicht. Wir hatten gar keinen dritten. Ja, er konnte nicht mehr schießen. 2 CP, neu würfeln. Wieder 2 CP. Du, Ladehemmung beheben. Wie machen wir das? Du? Nee. Du? Wir müssen uns zurückziehen. Was ist der Haken? Wenn wir jetzt einfach mit denen hier stehen bleiben und die ganze Zeit schießen. Ja doch, dann könnten die hier nach da gehen. Außerdem muss einer von denen nach vorne gehen, damit der Skriptor, also der wie heißt der hier? Librarian. Der Librarian nicht vorlaufen muss. Ja, okay. Du gehst nach da. Du gehst nach da. Und in Overwatch. So. Du gehst gleich in Overwatch, weil zurückgehen ist nicht mehr. Flank secured. Du bleibst da stehen, gehst auch in Overwatch. Flank secured. Das ist das Einzige, was wir gemacht haben, diese Runde effektiv, ist, ihn hier von da zu bewegen. End turn. Los, keine Ladehemmung. Neuer Blip. Schon. Goodie, goodie, goodie. Eine einzige Ladehemmung, sehr schön. Zwei neue Blips hier. Und das war's. Gut, das ist machbar. Das ist sehr machbar. Jetzt schön viele Command Points. Super, fünf Stück. Also 1, 2, 3, 4, 5 hauen. Nicht gut. Du wirst trotzdem mal ein Feld vorgehen. Yes, Commander. Damit du nachher dahin ausweichen kannst und jemand anders deine Stelle einnimmt. Also du, Overwatch. Going into Overwatch. Kommt von hier hinten noch irgendwas gerade? Ja, ein Blip. Den kannst du updaten. Securing position. Du läufst derweil einfach nur vor. With all due haste. Du läufst zurück. Advance, Brothers. Und gehst auch in Overwatch. Wir haben jetzt 5 Punkte über. Wofür benutzen wir die 5 Punkte? Für dich. 2 kannst du noch benutzen. Clear a path. So. Enter. Alternativ könnten wir auch mit dem Librarium. Oh. Einfach durchlaufen. Lexikon. Was zur Hölle? Bringt gerade eine ganze Menge Begriffe durcheinander. Also Lexikanum, Skriptor und Librarium. Was aber alles dasselbe sein dürfte. Aber da wird mich bestimmt gleich jemand in den Kommentaren kritisieren. Oh oh. Erste Ladehemmung. Zweite Ladehemmung. Fertig? Okay, 2 CP ist mir zu wenig. Also kriegst du 2 CP. So, du gehst einfach nur Overwatch. Du bist Lexikanum. Lexikanum. Und da steht Librarian. Yeah. Oder ist ein Lexikanum eine besondere Variante vom Librarian? Das könnte natürlich auch sein. So, du... Nö, nö. Du... Geh
Geh mal so. Clear a path. Du bleibst erstmal da stehen. Und nächste Runde kommt der Switcheroo von den beiden. Also Overwatch, Overwatch. Du müsstest eigentlich gar nicht overwatchen. Weil er den schon umbringen wird. Obwohl, nee, der hier könnte schräg reingehen. Ah, nicht so schön. Nee, 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 das geht nicht. So. Also du wirst ihn angreifen, die da unten werden sterben. Erste Ladehemmung, wir haben nur 2 CP. Also jetzt nur noch einen. Mhm. Neuer Blip. Dreier und einer Blip. Und der letzte CP. Okay. Blip von oben, der dauert ewig, bis er da ist. Das ist okay. Zeigt mir, dass ich dran bin. Ich bin dran mit 3. Ein Feld fehlt. Ich würfel mal neu und hoffe, dass ich 4 bekomme. Aha. Wir könnten also jetzt mit ihm einfach weglaufen. Dann könnte er vorgehen und seine Rolle übernehmen und der Rest rückt nach. Das mache ich, glaube ich. Ist zwar nicht sehr terminatorenhaft, aber ist taktisch die beste Lösung. So, du gehst bitte dahin. Warum kannst du da nicht hingehen? Dahin. Jo. Da kommt ein Blip, der ist auch noch weit weg. Also kannst du mal da weggehen. Du gehst rückwärts an Overwatch. Flank secured. Und Rücken an Rücken gehst du. Gehst du ein Feld vor oder bleibst du hier? Ja komm, geh ein Feld vor. Du bist eh nicht so wichtig. Einer von euch darf ruhig noch sterben. So, 1, 2, 3, 4. Wir haben nur ein CP über, richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, keiner von uns, keiner von denen kann uns irgendwelchen Schaden zufügen. Das ist schon mal gut. Jetzt bitte keinen neuen Blip hier unten. Das wäre super. Ich freue mich schon auf den Kill-Counter für die Mission. Es werden 50 oder so sein. So, wir sind dran. Und wie gewünscht, hier unten ist kein Blip. Das heißt, du gehst einfach mal vor und schießt dabei. Gehst vor und schießt dabei. Ja. So. Taktische Karte. 2 Blips von hier. Und die sind sehr weit weg. Also die sind noch 3 Runden weit weg. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erste Runde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweite Runde. Dritte Runde. Und da, ja. Wir können jetzt einfach weglaufen. Der hier könnte ein Problem werden. Also geh du mal dahin. Du. Dahin. Moving to target coordinates. Du drehst dich einfach um. Advance, Brothers. Aber ja, die Mission haben wir im Sack. Definitiv nicht so gelaufen, wie ich es gedacht hätte. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Später, wenn ich mit der ganzen Kampagne einmal durch bin, könnte man es ja noch so machen, dass man dann jede Mission nochmal spielt, solange bis man es perfekt hinbekommt. Also dann alle befreien oder alle rausteleportieren oder einfach nur alle überleben. 3 Punkte noch über, dann rück du doch bitte mal auf. So. Ruhig noch ein Feld. So, nächste Runde wirst du weggeteleportiert. Du läufst dahin, ja. Übernächste Runde haben wir gewonnen.
Könnte ein bisschen... Ja, jetzt kommen die Blips natürlich genau hier. Wow, wow, wow. Ja. Okay, der Blip war doof. Aber oh, 6 CP. Danke, danke, liebes Spiel. Und kein Blip hier unten. So, du gehst einfach raus. Dann stehst du auch nicht im Weg. Du gehst hier hin und in Overwatch, glaube ich, in die Richtung. Damit du den Blip da auslöschen kannst. Und du gehst so hin, dass du nach da gehen kannst, nach da gucken kannst und da in Overwatch gehst. Und nächste Runde fließt dann du und du ziehst dich nach da zurück und dann klappt das hoffentlich. So, Overwatch. Du dahin nach da gucken. Und wir behalten alle drei Command Points für Ladehemmungen, weil ja doch ein paar Gegner hier ankommen. So, Overwatch. Weapon at the ready. End turn. Es kann uns nichts passieren diese Runde. Wenn ich das richtig sehe. Es kann keine Waffe in die Luft fliegen, es kann kein Genestealer rankommen, es kann nichts passieren. Wir haben immer noch drei Command Points. Sauber. So, der Blip ist weg. Der Blip ist zu weit weg. Der Blip ist zu weit weg. Die hier könnten noch Ärger machen. Komm schon, komm schon, komm schon. Jo, jetzt den noch. Genau. Okay, neuer Blip von da. Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Neu würfeln. Oh, 6 Punkte, sehr schön. Du. Taktische Karte. Der Blip kommt niemals an. Der Blip. Der einzelne Genestealer kommt niemals an. Der Blip. Kommt ran, aber nicht diese Runde. Nee, du. Gehst einfach raus. Advance, Brothers. Du gehst dahin. Advance, Brothers. Und dann können die alle rumzucken und rumlaufen, wie sie wollen. Nächste Runde ist er hier auch weg. Und wir haben jetzt schon gewonnen. Und er ist der Bonus-Terminator. Eigentlich hätte ich gerne drei Bonus-Terminator gehabt, aber na gut. Beware. Mhm. Blip von unten. Ja, der... Könnte normalerweise ganz schnell Ärger machen. Und alle Blips kommen jetzt hier unten. Ja, zu spät. Viel zu spät. Der ganze Flur ist voll mit Leichen. 4 CP. Ja, die brauche ich nicht. Und... Swoosh. Our brothers live. And your actions bring honor to our chapter. Ja, also wir sind reingegangen mit einem Skriptor und einem Clown-Terminator. Wir sind rausgegangen mit einem Skriptor, einem Sergeant und zwei Stormboltern. Also ja, das ist ein guter Tausch. Und nicht so überragend. Also Überlebende 4 von 7. 20 Runden, ist ganz schön happig. 66 Kills und eine Dreiviertelstunde gebraucht. Boah. Kann man nicht meckern. Und wir sehen uns in der nächsten Mission. Mal gucken, was das diesmal wird. Vielleicht ist es jetzt hier endlich die Pumpstation. Aber mal gucken. Auf jeden Fall fand ich schön, dass diese Mission gleich zwei neue Sachen dabei waren. Also einmal der Skriptor mit seinen Fähigkeiten, die ja doch ziemlich praktisch sind. Und der Clown-Terminator. Auch wenn ich davon nicht so wirklich überzeugt bin. Genauso wenig wie von dem Hammer und dem Schild. Aber ja. Mal gucken, was noch so alles kommt. Also bis gleich.